Trainingsauftakt beim Club. Nach rund 4 Wochen Pause rollt der Ball wieder im Pfalzner Weiher. Ja, sehr motiviert, sehr gute erste Trainingseinheit, finde ich. Von der Stimmung her sehr positiv. Jeder hat sich gefreut, dass das jetzt wieder losgeht. Und es werden 7 intensive Wochen sein bis zum ersten Spiel. Mit Florian Flick, Peter Windahl-Jensen und Benjamin Goller begrüßt der Club auch 3 Neuzugänge. Sehr, sehr positiver Eindruck, auch in den Gesprächen, auch natürlich in der Vorbereitung auf die Transfers haben wir uns viele Szenen, viele Spiele angeschaut, viele Gespräche geführt und alle Informationen gesammelt und das hat sich heute eigentlich nur positiv bestätigt. Auch im ersten Eindruck war es schon so und eben auch heute, dass sie sehr, sehr angenehme Jungs sind, die uns vor allem sportlich auch weiterhelfen und einen tollen Charakter haben. Die erste Trainingseinheit war sehr gut, auch jetzt in der Kabine wurde ich auch schon gut aufgenommen. Ich fühle mich jetzt am ersten Tag schon wohl, habe zum Glück schon eine Wohnung gefunden, was ja auch nicht ganz einfach ist. Aber hier ist alles gegeben, um erfolgreich zu sein und sich wohlzufühlen. Nach 10 Pflichtspielen in der Hinrunde für den FC Schalke 04 wechselt der Mittelfeldspieler nun zum FCN. Letztes Jahr war es ja die gleiche Liga, deswegen hat man natürlich auch ein bisschen mehr mitbekommen. Auch durch die Verbundenheit Schalke-Nürnberg bekommt man da vieles mit. Ich denke, die Vereine sind sich in vielem sehr, sehr ähnlich und deswegen muss ich mich, glaube ich, da nicht auf so viele Änderungen einstellen. Eine Änderung, auf die sich aber Spieler und Trainer einstellen müssen, ist die durch die WM verschobene und später durch Weihnachten unterbrochene Rückrundenvorbereitung. Natürlich ist trotzdem das Ziel unseres Trainers, dass wir die Jungs Vollgas vorbereiten auf das, was ansteht. Und es sind spannende 17 Spiele plus Pokal, hoffentlich mehr wie eins. Wir wollen da weiterkommen und werden auch die ersten Spiele und alle Spiele so angehen, dass wir alle gewinnen wollen. So werden wir die Spiele abarbeiten und deswegen brauchen wir jetzt diese Intensität in den Trainingswochen, in der Vorbereitung, um dann auch präpariert zu sein. Das erste Testspiel bestreitet der Club am Freitag beim TSV 1860 München. Anpfiff ist um 14 Uhr.